So, Towers of Doom! Willkommen zurück, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wenn ihr denn eingeschaltet habt. Ich pre-picke mal die Tracer. Auch wenn ich Bock hätte, hier Blaze zu spielen. Warum wollen alle auf einmal Hanzo spielen? Tracer wäre eine Idee. Wir können aber auch Blaze spielen. Hätte schon Bock auf Blaze. Blaze ist bei mir ganz schön weit nach oben gerutscht. Thanos geboren. Okay. Squishy as fuck. Kleiner will spielen. Okay. Wir haben einen starken Solo-Liner mit Blaze, das passt schon. Raum der Horde. Flamme. Ashalanor. Jeder Tod bedeutet Ehre. Ehre bedeutet Erlösung. Da weißt du keine Antwort mehr, wa, Kollege? Na, King Genji kann ich das nicht vergessen. Wir können Varian spielen. Bereit für den Kampf. Gut gemacht von denen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Der Einzige, der... Oh, go Rainer. Ich geh doch nicht Rainer, für was denn? Du kannst es nicht peelen, Mann. Ich bin die Hacker, let's go. Wir müssen uns anpassen. Die Hacker ist safe gegen Leo, wenn er da unbedingt seine Probleme sieht. Das geht gut ab! Ey, ich. Er soll sich nicht so haben, auch wenn er uns kann, da können wir das Spiel dann richtig gewinnen, aber warum pickt er dann Stitches? Ich glaube, er war First Pick, wenn ich... Nee, stimmt gar nicht. Die haben, glaube ich, den First Pick gehabt. Ich werde... wir haben auf jeden Fall einen Strong Solo Laner. Brauchen wir entweder Blaze oder die HK1 von beiden. War mir einfach zu schlecht gewesen. Denselben Bild spielen? Ich glaube, ja. Weil so viel Frontline gibt mir die Möglichkeit, extrem gut mit dunkler Schwarm zu arbeiten. Ja, nochmal die Jagger. Schade, ich hätte gern Blaze gespielt, aber wenn ihr rumjammert, dann, naja. Wenn ihr hookt, dann muss ich da sein. Jawohl. Schade. Wäre eine gute Kombo gewesen. Aber er hat leider genau den Helm erwischt, den man nicht erwischen möchte.
nice gespielt von ihm. Ich glaube, ich spiele mit dem Globe-Talent. Wart mal ab, Junge, dich kriege ich noch klein. Ich will mal nur warten, bis ich mein Dings wieder habe, damit ich das interrupten kann. Wähle ein Talent. Da merkt man, dass das ein überheblicher Sack ist. Werden die Altäre erscheinen. Haltet euch bereit, denn ihr müsst sie unverzüglich einnehmen. Noch ein Globi. Alle Dinge ändern sich. Versuche ihn hinzuhalten. Geht hin und erobert die Altäre. So befiehlt es der Rabenfürst. Ihr werdet fallen, Rabenfürst. So will es der Nexus. Dieses Reich wird mir gehören. Ja, ich kann nicht. Was soll ich machen? Allein. Vernichtet den Totengräber. Ha, so schwach wie eure Worte. Ihr seid hier nicht länger willkommen, Rabenfürst. Was sind das für eine dumme Aktion? Ihre Essenz wird zu mir gehören. Scheiße, Minion dazwischen. Da vergesse ich immer leider so schnell. Ich muss zappeln. Ich gehe. Wähle ein Talent. Symbiose, Abklingzeit, wird jetzt mega gut. Ah, schade. Bald treten die Altäre wieder in Erscheinung. Ich muss zurück. Ich ziehe mich zurück. Nehmt die Altäre ein. Enttäuscht mich nicht.
das Reich hat sich gegen euch gewendet. Bald wird euer Untergang besiegelt sein, Emporkömmling. Ein ehrenhafter Sieg. Einer stirbt und einer wird stärker. Meine Stärke kehrt zurück. Ich bin dankbar. Oh, ich muss da weg. Ganz schnell weg. Diesen Kampf habt ihr verloren, Rabenfürst. Und es wird nicht eure letzte Niederlage sein. Unser Verbündeter braucht Hilfe. Entscheide dich für ein Talent. Ein Passwort. Ja, jetzt kommen sie gleich hoch für mich an. Kann ich nicht mehr viel machen. Wir müssen langsam mal anfangen, hier was zu tun. Was effizient ist. Wappnet euch, Helden. Die Altäre erscheinen bald. Die Altäre sind wieder erschienen. Aktiviert sie jetzt! Der Altar ist mein. Nehmt den Totengräber unter Beschuss. Er wird halt geblockt von Stitches. Ich versuche Spit Push zu machen. Aufgesplittert, da kriegen wir die Kills. Schon bald schlägt die Stunde.
sputet euch, Helden. Lasst nicht zu, dass die Lakaien des Totengräbers die Altäre erobern. Spielt er guter Genji. Der Gemma sollte wirklich mal seine Klappe halten. Auch wenn er die ganze Zeit natürlich versucht zu helfen, aber ist nervig. Slow ihn. Warum den Muradin? Helden, ich habe bei unserer Zitadelle einen Tunnel errichtet, der in die Mitte des Schlachtfelds führt. Gebraucht ihn weise. Wie? Ich meine, ich wusste, dass das möglich ist. Ich habe ebenfalls einen Tunnel gegraben. Sputet euch, die Altäre erscheinen bald wieder. Der ist die ganze Zeit dabei und hockt den scheiß Muradin immer und immer wieder. Natürlich kann man sagen, ja, der Muradin steht sich gut im Weg, aber er macht das halt auch nicht gut, drum herum zu spielen. Erobert die Altäre und macht diesem Totengräber ein Ende. Wow, hab mich genau in dem Moment interrupted. Nice. Ihr seid hier nicht länger willkommen, Rabenfürst. Dieses Reich hat sich gegen euch gewendet. Dieses Reich ist mein. Mein. Du wurdest getötet. Wie halt einfach weggeht, ey. Suche ein Talent aus. Nehmt die Zitadelle unter Beschuss. Vernichtet sie. Hervorragend. Lass die Zitadelle des Totengräbers in ihr. Ist das bitter? Er portet sich halt einfach easy weg, statt mal zu helfen. Alles klar, es sind 2 gegen 3, aber wir hätten die interrupten können. Der Kerl ist halt einfach echt schlecht, ey. Der macht 0 Damage. Ist schon 5-mal draufgegangen, hat er seine Stacks. Oh Gott, das er spielt einfach zu aggressiv. Schon wieder so krass aggressiv. Ich geh mal in Mitte. Ja, hätte ich mal lieber doch den Blaze gespielt. Hätte viel mehr Value gehabt. Glaube ich. Mich beeinflussen lassen. Von solchen Leuten nie beeinflussen lassen. Spielt immer das, was ihr möchtet. Also, solange es auch halt rollenmäßig zu eurem Team passt. Ich geh mal hoch. Treten die Altäre zutage, Helden. Bereitet euch vor. Der Feind hat eure Festung von der Karte gefegt. Das ist nicht euer fucking Ernst, dass ihr den nicht töten könnt. Meine Fresse. Euer Lebenslicht ist erloschen.
Die Zeit ist gekommen. Erobert die Altäre in meinem Namen. Eure Macht wird mir gehören, Totengräber. Es wird euch ergehen wie allen anderen vor euch. Genug der Spielchen. Zerstört die Zitadelle des Totengräbers. Ich allein herrsche über dieses Reich und ich lasse nicht zu, dass es mir genommen wird. Blutkraus! Ja, wir haben auf jeden Fall noch eine Chance zurückzukommen. Ich glaube, sie haben genug Zeit. Zehn Minuten. Warten, bis die Minions wieder kommen. Festung zerstört! Dieser Turm gehört jetzt mir. Wähle ein Talent. Gottes Willen, ey. Wir sind 20, wir werden auf Elite-Raubtier gehen. Schon bald schlägt die Stunde. Ein ehrenhafter Sieg. Doppelkill. Dreifachkill. Erobert die Altäre und macht diesem Totengräber ein Ende. Ja, ich bin tot. Blutrausch hat ein Ende gefunden. Ich allein herrsche über dieses Reich und ich lasse nicht zu. Wahnsinn, dass wir da alle gestorben sind. Krass. Wie der Leo halt einfach alle getötet hat. Eure Festung hat dem Angriff des Feindes nicht standgehalten. Naja, muss weg, da kommen sie schon. Schade, hätte noch ein bisschen weitermachen können. Da kehrt das ja wieder nur 6. Oh Mann, ey, ist unser Schwachpunkt, der KT. Der macht echt irgendwie so gut wie gar nichts. Ja, einigermaßen mit meinem Game zufrieden. Schade. Aber wir haben noch eine Chance zurückzukommen. Wir dürfen es jetzt nicht allzu weit wegschmeißen. Ich muss mich besser anpassen. Ihre Festung war dem Untergang geweiht. Ja. Bald treten die Altäre zutage, Helden. Bereitet euch vor. Erachtlich. Wunderschön. Schön gefällt von Lucio. Was überlegen wir uns stark sind. Die Altäre sind wieder erschienen. Aktiviert sie jetzt! Überraschung, er ist wieder tot. Dieses Reich wird mir gehören. Mir allein. Vernichtet den Totengräber. Ihr werdet für eure Arroganz bezahlen. Ja. Du bist nicht unbegabt. Nein. Getötet!
Festung zerstört. Beeindruckend, Helden. Hervorragend. Lass die Zitadelle des Totengräbers in ihren Grundfesten erzittern. Nice. Ein ehrenhafter Sieg. Na, mach den Stormboard! Ah, schade. Wappnet euch, Helden! Die Altäre erscheinen bald! Sputet das war dämlich. Helden. Lasst nicht zu, dass die Leute. Ah, Karasim war schon auf dem Weg zurück. Keine Ahnung, was er gemacht hat. Jetzt sterben die halt alle. Oh, um Gottes Willen, jetzt haben wir das Game abgeschenkt. Diesen Kampf habt ihr verloren, Rabenfürst. Und es wird nicht eure letzte Niederlage sein. Um Gottes Willen. Eure Zeit läuft ab, Rabenfürst. Die Raben pfeifen es von den Dächern. Ja, die machen jetzt den Boss. Es wird unglaublich knapp. Der nächste Altar entscheidet. Schade. Den Fight hätten wir überhaupt gar nicht nehmen dürfen. War mega bad, dass wir das getan haben. Er versucht, den Druck aufzubauen. Das ist eigentlich ganz gut. Ah, der Genji ist echt gut. 2-2, knappe Kiste. Mich löscht ihr nicht aus. Und wenn das drei Altare sind, dann haben wir die Arschkarte gezogen. Oh, das ist ganz wichtig. Bald treten die Altäre wieder in Erscheinung. Beachtlich! Doppelkill! Nice. Wir haben es geschafft. Das können sie nicht mehr defenden. Ein guter Treffer. Knappes Game! Nie in Frage. MVP! Richtig knappe Kiste, es hätte echt nach hinten losgehen können. Wir haben ein gutes Comeback hingelegt. Oh, die Hacker ist Level 21 geworden. Schau einer an. Schau mal rein. Relativ viel Schaden defended, aber die haben viel, viel Aidamura, die wie viel Damage der ins Gesicht bekommen. Und dann Leo hat einmal uns komplett oben rasiert. Das war echt ein interessantes Game, weil es halt sehr ausgeglichen war. Wir haben das Late Game sehr hart dominiert und dann hat diese eine Situation gut gemeistert. Dann hat es echt gut funktioniert. War nett, würde ich mal sagen. War nett. Okay, danke fürs Zusehen. Nächste Runde hoffentlich mal Blaze. Ich würde mich freuen. Ich glaube, eine Runde mache ich noch. Also, sehen wir uns zu dieser Runde.
bis zum nächsten Mal und danke fürs Zusehen.